sehr schönes Video. Ich fand es sehr gut. Thank you. Erzählt aber eigentlich auch eine Geschichte, oder? Was magst du ausdrücken damit? Well, I didn't want to express anything. Ich wollte eigentlich gar nichts damit ausdrücken. Ich wollte einfach nur ein ganz gemeiner Teufel sein in dem Video. Träumst du das im Video, weil du zum Schluss halt auf der Bank liegst und ein bisschen vor dich hinschläfst, oder? Yeah, well, it's you know, we just wanted to make. Wir wollten einfach nur. Was ich sagen wollte. You can read it any way you want it, actually. You know, das kann man irgendwie so sehen, wie man will. Vielleicht ist es ein Traum, vielleicht auch nicht. You know, you see the devil. Man sieht den Teufel mit den Hörnern und den kleinen Ringen. Vielleicht ist das der Teufel so eine Art, so eine Sache, die an Leute weitergegeben wird, dass da der Teufel in jedem steckt. Ja, stimmt. Das kommt immer darauf an, in welcher Situation du gerade bist, ne? Yeah, I'm sure you're a devil sometimes. Ja, manchmal bist du bestimmt auch ein Teufelchen, oder? Dankeschön. Also heute gerade nicht, es geht schlecht. Heute bin ich der Engel. Heute nicht, nein, heute bist du nett. Ja, er trifft mich auch sonst öfters, ne? Auf Konzerten. Ja, du bist ja auch oft on Tour. Und wo ist eigentlich dein Zuhause heute? Weil du kommst aus Norwegen, aber es ist ja noch nicht gerade New York oder Liverpool. Well, my home right now is in my suitcase. Also in meinem Koffer steckt mein Zuhause im Augenblick. Ich lebe aus dem Koffer. Aber meine Heimatadresse ist natürlich immer noch in Oslo. Ich werde da auch immer ein Zuhause haben. Ich bin ein ziemlich patriotischer Norweger, aber ich werde wahrscheinlich auch einen zweiten Wohnsitz irgendwo im Ausland zulegen. Aber meine Heimatadresse ist immer noch in Oslo. Und wenn, wo würdest du dann hinziehen? Ist es eher Deutschland, Europa oder Amerika? Ich glaube, wahrscheinlich würde ich wieder nach Kalifornien ziehen. Da habe ich nämlich schon mal gelebt vor ein paar Jahren. Und das gefällt mir da sehr gut. Die Sonne gefällt mir auch sehr gut. Und du hörst es schon am Klingeln. Wir haben natürlich auch Anrufer für dich, die deine neueste Single haben wollen. Hallo, wer ist denn drin? Hallo, hier ist Jasmin aus Berlin. Hallo Jasmin, grüße dich. Wir haben heute total viele Anrufer aus Berlin. Ihr sitzt alle vorm Fernseher. Habt ihr schon Ferien oder kommen die noch? Die kommen noch. Gut. Das dauert noch. Na gut, deine Frage erstmal an Espen. Ich wollte Espen fragen, da er ja aus Norwegen kommt, ob er nicht mal auf Norwegisch ein Gedicht aufsagen kann. Spezieller Wunsch, Weihnachts- oder Oster- oder Geburtstagsgedicht? Egal. Egal. Oder ein Satz zumindest, wenn du kein Gedicht parat hast. I can't think of it. I don't even know any poems. Ich kenne überhaupt keine Gedichte. Ein Satz, ein Spruch oder sowas? I'll tell you my favorite proverb also in Norwegian. Also mein Lieblingssprichwort like auf Norwegisch geht so. Bare du fisker, svømmer mot strømmen. Svømmer med strømmen. It means only dead fish swim with the stream.